Halli, hallo, Hallöchen. Willkommen bei DJ Rupi. Auf meinem Drehtellerchen. Yay. Hallo. Ja, was würde ich machen? Genau, das Sticker-Album. Ne? Folge Nummer 7. Tja, ich habe jetzt mal alle Stickers hier eingeordnet und unser Display ist leer, Leute. 36 Tüten Stickers, boah, voll in dieses Sammelalbum reingebombt, boah, reingekleistert, dass es nur so gekracht hat. Ja? Wir werden mal gucken, wie viele mir noch fehlen, aber ich muss euch sagen, wenn ihr überlegt, 180 Stickers, das hier sind die Doppelten, die sind übrig, das sind nicht viel. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27 Stickers, doppelt von 180, das würde ich sagen, ist mal ein verdammt guter Durchschnitt. Ne? Also da kann man echt nicht meckern. Ja, also meine Empfehlung, wenn ihr das Sammelalbum frisch habt und ihr könnt euch sowas leisten oder lasst euch schenken, wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann leistet euch das. Ich glaube, ihr kommt da ziemlich weit. Klaro, ohne Gewähr, aber das hat sich jetzt absolut ausgezahlt. Und auch in der Vergangenheit, immer wenn ich so ein Display hatte, so eine Box mit Stickers, bin ich immer relativ weit gekommen. Ne? Und dann habe ich meistens, wie hier, noch dieses 10er-Pack mit Stickers, also nochmal 50 Sticker. Dann war ich zumindest so voll mit meinem Magazin, dass ich die restlichen paar noch bestellen konnte oder tauschen oder was weiß ich. Das war überhaupt kein Problem. So, ja, dann lasst uns hier jetzt, bevor wir das hier auspacken, muss ich ja, ne, mir fehlen ja noch ein paar Stickerchen, lasst uns hier nochmal reingucken und das ganze Ding hier mal checken, wie es denn jetzt mittlerweile aussieht. Und ich kann euch sagen, ja, ein paar Seiten sind auch tatsächlich voll. So, also hier Seite 2, Seite 3, hier fehlt mir noch ein Sticker, die Nummer 7. Ansonsten alles voll. Ja, dann gehen wir weiter. So, hier ohne Zahn habe ich komplettetetet. Cool, oder? Der Hammer, hätte ich nicht gedacht, aber es ist tatsächlich voll geworden. Und auch hier blieb mir nichts anderes über, als die beiden Stickers hier übereinander zu kleben. Ne? Ihr seht ja, sonst wäre es entweder hier über den Rand rausgegangen oder ich hätte die Schrift hier überklebt. Und ich kann es nur sagen, an alle Jüngeren, die das hier einkleben, passt mir bitte auf, setzt die Stickers gut an, überlegt euch zwei oder dreimal, bevor sie richtig fest reinklebt, ob der Sitz auch richtig ist, denn es ist, wie schon gesagt, leider Gottes ein bisschen daneben gegangen und ihr habt wirklich keinen Anhaltspunkt, nach was ihr die Sticker orientieren könnt. So, auch die Hicks-Seite ist fast voll, ein Sticker fehlt mir noch, die Nummer 32, das Gegenüber von Hicks. Auch hier aufpassen, der Sticker geht wirklich bis exakt oben an den Rand. Ne? Ähnlich ist es auch mit diesem Sticker hier, aufpassen und ja, ihr seht ja, wie toll das aussieht. Ja, hier die Prothese von Hicks mitten so in der Luft und der Kopf von Hicks mit dem Helm genauso. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ne? Gute Güte. Dann die Seite mit Sturmpfeil. Hier fehlen mir noch zwei Sticker. So, und jetzt zeige ich euch was richtig Übles, nämlich das hier. Das hier. Die weiße Fläche, wo er den Sticker draufkleben soll, ist komplett verkorkst. Ich habe das Ding 1000 Mal in alle Richtungen gedreht. Ja, wirklich. Es wird immer irgendwo weiß vom Druck rausblitzen. Also auch das ging komplett schief. Wirklich. Also, ja, die Seite von Sturmpfeil. Also noch zwei fehlen wir hier. Dann haben wir die Seite, die habe ich komplett, ja, besonders originell, neben diesem rumkullernden Kopf auf der Wiese. Ja, finde ich auch das hier, denn ich kapiere es nicht, warum man hier nochmal Astrids Kopf rein gemacht hat. Ich meine, wir sehen Astrid hier mit ihren Haaren, wir sehen Astrid hier mit ihren Haaren und jetzt brauche ich das Bild hier auch noch. Ist das euer Ernst? Hätten wir da nicht irgendwie von mir aus eine Axt reingucken lassen können? Ja, ihre Doppelklingen-Axt oder so irgendwie was oder irgendwas anderes, aber nochmal Astrids Kopf. Wer kommt so auf sowas, ne? Also es. Ja, die nächste Seite, Hakenzahn. Hakenzahn, fehlt mir noch ein Sticker. Und ich. Fällt euch hier irgendwas auf? Fällt euch was auf der Seite? Nein? Doch? Ja?
egal, ich sag's euch. Wir haben hier einmal den Kopf von Hakenzahn. Dann haben wir hier nochmal den gleichen Kopf von Hakenzahn, nur halt ohne Flamme. Dann haben wir diesen Kopf exakt nochmal hier. Es ist genau der gleiche Kopf und den Kopf mit der Flamme haben wir hier auch nochmal. Also viermal der gleiche Hakenzahn auf einer Seite. Das ist Rekord, habe ich noch nie gesehen. Das ist der Hammer. Viermal der gleiche. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er hier auch nochmal drauf ist. Ich glaube, dann explodiert irgendwie mein Hirn oder meine Augen oder sonst was. Es ist also echt der Knaller. Ja. Oh Mann. Also, hier fehlt mir auch noch ein Sticker. Dann die Seite mit Rotzbacke. Sie ist voll, tatsächlich. Unglaublich, aber wahr. Ich hätte es nicht gedacht. Gleich weitermachen. Und zwar mit Fleischklops. Auch diese Seite ist voll. Und was ich auch nicht verstehen muss, ist, dass man dieses eine Bild in zwei Kreise hat zerpflücken müssen und hier noch draufkleben. Es ist so geil, ehrlich. So, dann hier die Seite mit Fischbein. Hier fehlen mir noch 3 Stickers. Ja, also vielleicht kriege ich da noch einen Sticker aus dem 10er-Pack raus. Dann die Seite mit Kotz und Wirk. Ja, auch hier, ich kapier's nicht. Ein bisschen Spaß muss sein und aus einem Sticker hat man 2 gemacht. Ja, also hier sieht man Taffnuss, Raffnuss ist halb abgeschnitten und hier ist sie nochmal. Also, hätte man da nicht einen Sticker noch hinmachen können und dieses ein bisschen Spaß muss sein weglassen? Das ist doch... Oder irgendwo anders hinschreiben? Ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Ne? Also hier fehlt mir noch der eine Kopf von Kotz und diese Hälfte von diesem Glitzer-Sticker. Dann hätte ich es auch voll. Dann kommen wir hier zu dieser Seite, Raffnuss, Taffnuss. Hier habe ich alles, inklusive diesem traumhaften Gesicht. Ja, das ist, also ist wirklich ein Traum. Und hier fehlen mir noch die beiden Sachen. Und ich befürchte wirklich, dass es... Also auf jeden Fall ist einmal der Kopf dabei, vielleicht genau der gleiche Kopf, einfach hier nochmal, ich weiß es nicht, ja. Und das hier wahrscheinlich Taff, aber ich lasse mich überraschen, ja. So, dann hier, Drachenzähmel leicht gemacht, der erste Teil, so fing alles an. Hier fehlt mir eigentlich nur noch dieser Sticker, Nummer 122, dann wäre die Seite auch voll. Ne? Meine Meinung dazu habe ich ja schon kundgetan. Dann haben wir hier Drachenzähmen leicht gemacht 2, die Geschichte. Hier fehlt mir noch Sticker Nummer 141 und hier müsst ihr wirklich tricksen, ja? Also ich habe tatsächlich noch einen Abstand mit reingekriegt, aber ihr seht, wie es hier wirklich bis an die Klammer hinläuft und hier wirklich bis an den Rand. Also da müsst ihr wirklich tüfteln, dass ihr die 3 mit Abstand dazwischen reinkriegt. Ansonsten klebt es einfach Rahmen an Rahmen, dann geht's gerade so. So, auch hier übrigens, hau drauf, auch hier hatte ich Schwierigkeiten mit diesem weißen Vordruck, ja. Also egal wie ihr ihn klebt, ihr werdet immer so weiße Blitze haben. Also ich habe es ein paar Mal probiert, irgendwo hat immer weiß rausgeschimmert. Kann sein, bei euch ist das anders. Dann gratuliere ich recht herzlich. Ich habe es nicht hingekriegt. So, dann hier Drachenzähmen leicht gemacht 3. Hier fehlen mir noch diese Bilder. Oder sagen wir mal so, die 151 habe ich, aber ich werde es erst einkleben, wenn ich die beiden anderen auch noch habe. Dann wäre das Kapitel auch erledigt. Und ich glaube, ich sollte mal, wenn das ganze Album voll ist, sollte ich mal zählen, wie viele Stickers tatsächlich von Drachenzähmen leicht gemacht 3 sind. Ne? Denn es ist ja das Sticker-Album zum Film. Das würde mich mal interessieren. Wie viele Stickers sind tatsächlich eher aus dem 3. Film? Das, glaube ich, wird interessant. So, dann geht es ja weiter mit Hix und Astrid. Hier fehlen noch einige Stickers. Die 3, um es genau zu sagen. Dann wäre das auch voll. Das hier oben. Das finde ich zum Beispiel, ne, das ist nett. Das ist cool gemacht. Hier die beiden auf ohne Zähnchen. Astrid winkt so nach oben und hier kommt noch ein bisschen so Feuer wie aus der Hand. Das ist witzig. Ja, geht doch. So, dann hier doppelte Drachenpower. Ja, hier habe ich ja dieses Teilchen, muss ich einkleben, aber ich warte, bis ich eins von den beiden noch habe. Ansonsten fehlen mir hier noch 2 Stickers, dann
wäre es auch voll. Den Kopf von Light Fury habe ich zum Glück auch gut drauf gekriegt. Aber da müsst ihr halt aufpassen. Ein bisschen fummeln, dann klappt es schon. So, dann haben wir hier noch die letzte Seite. Ja, da ist jetzt auch nichts mehr dazugekommen. Dann, warte mal, tue ich wieder raus hier. Lasst uns mal zählen, wie viele Stickers mir jetzt hier noch fehlen. So, also hier, eins. Ihr müsst mitgucken, ne? Nicht, dass ich was vergesse. So, dann zwei. Drei, vier. Ist voll. Fünf. Voll. Voll. Heieiei. Sechs, sieben, acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, so, 20, 21, 22, 23, also 23 Stickers fehlen mir noch, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ich hoffe, ihr habt auch ordentlichen Erfolg mit euren Stickers und bekommt das Album bald voll. Ich werde jetzt im nächsten Video noch diesen Blister Pack mit nochmal 10 Tüten auspacken und dann schauen wir mal, entweder sind lauter Doppelte oder ich kriege noch ein paar dazu, wir werden sehen. Tja, dann, Leutchen, bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Hallöchen, Hallöchen, ist die Speicherkarte darinnen? Natürlich, sonst würde es ja nicht aufnehmen. Moment, ich brauche einen gescheiten Rand. Einen Rand. Oh, Rand. Oh mein Gott. So.